Herzlich willkommen zu einem neuen Video im Autozentrum Duisburg. Wir stellen heute mit euch zusammen den Service an einem Peugeot 207 zurück. Kann jeder nachmachen, ist ganz einfach. Weiter geht's nach dem Intro. Ja, wir springen dazu direkt ins Auto. Wie gesagt, kann jeder nachmachen. Man braucht dazu keinen Tester oder sonst irgendwas. Funktioniert ganz normal wie bei vielen Autos über einen Tastendruck. So, ihr seht das jetzt hier schon. Hier leuchtet der Schraubenschlüssel. Wenn ich jetzt die Zündung anmache, stehen noch 900 Kilometer Restreichweite bis zur nächsten Inspektion. Die wäre dann fällig, aber die ganze Geschichte können wir jetzt im Vorfeld schon zurückstellen, beziehungsweise ist bei euch vielleicht schon überzogen, dann habt ihr Minus vor der Restlaufweite stehen. So, was müssen wir machen? Wir müssen auf jeden Fall die Zündung ausmachen. Dann habt ihr links und rechts hier einen Knopf. Ihr müsst den rechten Knopf drücken, gedrückt halten, die Zündung anmachen. So, jetzt leuchtet die Restlaufreichweite. Den Knopf gedrückt halten, den Knopf weiterhin gedrückt halten, bis der Kilometerstand erscheint. Das ist jetzt der Fall. Ups, jetzt dreht sich die Cam hier ein bisschen weg. Und jetzt einmal Zündung kurz aus und wieder an. Jetzt seht ihr hier, wie eine Uhr runterläuft. Knopf die ganze Zeit gedrückt halten. Und wenn wir bei 0 sind, den Knopf loslassen. Die Zündung noch einmal aus, die Zündung wieder an. Und ihr seht schon, der neue Intervall steht jetzt schon da, 30.000 Kilometer. Somit ist der Service zurückgestellt. Ja, das war's schon gewesen. Kurzes, knappes Video. Ich hoffe, ihr konntet den einen oder anderen damit helfen. Daumen nach oben für das Video, Abo da lassen. Ihr kennt das. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.